Herzlich willkommen zurück zu Kaffee, da kommt diesmal was Besonderes. Ich spiele mal Runde Odin. Hier ist ein Odin, kann man sagen, weil das Werft-Event. Und der Odin ist ein relativ besonderes Schiff. Ich finde, wenn ihr Odin das Schiff nicht habt, ja, wie gesagt, das gab es nur als Werft-Event. Odin hat besondere hat, wir haben hier 3 und 5 mm, das heißt, das ist ein Schiff für kleine Kreuzerklacker. Deswegen so kleine relativ der kleine Kaliber ist und so kann man sagen, so ist die höchste Schwierigkeit, ein Zitter zu drücken. Auch kann man sagen, bei den normalen Schiffen, also normal kann man sagen, normal Schlachtschiff kann man auch gut Zitter drücken. Ich spiele die Odin nicht auf Sekundäre. Ich habe schon das erste Odin, wo ich das Ding gespielt habe, mal schon mal dazu gesagt. Ich finde persönlich, es ist zu wenig Sekundäre im Board. Wenn man sieht, wir haben hier 5 Stück hier am rumballert. Wie gesagt, boah, Sekundäre Siegfried und Odin ist hammergeil. Ja, kann man sagen, ist nicht schlecht, aber für meinen Geschmack ist es zu wenig. Deswegen spiele ich diese Odin nicht auf Secondary. Lohnt sich für mich bitte nicht, es ist zu wenig. Wenn ich die Secondary-Anzahl hätte, wie bei den Tier, Bismarck und Co. alles, ja. Ich sage, ja, Odin, hammergeil, spiele auf Secondary sehr gerne. Aber persönlich ist leider nicht so mein Fall wirklich. Wenn wir nicht, wenn wir 128 mm geschützt, ist nicht schlecht. Wenn 150 mm geschützt, ist auch nicht schlecht. 8,5 km sind wir am Losrotzen. Ich glaube, ich habe die. Nee. Irgendwas habe ich doch eingebaut. Ne, das ist die Grundreichweite. Okay. Ja, wie gesagt, Secondary ist ja schon sehr interessant. Aber wie gesagt, es ist für mich persönlich zu wenig. Kommen wir auf diesen Millimeteranzahl, egal. Und besonders bei Odin ist, finde ich, die Torpedos sind hinten am Arsch. Das ist schon mal ganz gut. Da hat man gesehen, bei mir, bei meinen Zerstörern, die meisten Schiffstorpedos sind hier etwas hinten. Und die Torpedoswerfer sind hinten, kann man sagen, wie bei den Kraftspiel. Und wir sagen, ich spiele jetzt mal Runde Odin. Was ich ein bisschen komisch finde, die Besonderheit, so wie Vali Vostok, nicht Vali Vostok, eher hier Lenin, sehe ich persönlich echt sehr selten. Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Lenin habe ich letztens in Gewertigfläche gespielt und da habe ich echt sehr viele. Nicht so viele Linien gesehen. Das ist echt schade. Eigentlich ist die Linie sehr stark. Aber naja. Was sagt mein Handy? Was? Nech, fick mit What We Play. LOL. Nee, verwundert, ich habe hier, ich habe Discord auf meinem Handy und einer von TK3 von uns hat die Goldliga erreicht. Ui. Das ist mal nice. Das ist echt ein Prost-Mahlzeit. Ich bin froh, wenn ich überhaupt die Qualifikation überhaupt überlebe. Weil dann, wo ich die erste Mal im Season gespielt habe, das war echt nur ein reiner Krampf gewesen. Warum muss ich so lange warten? Okay. Ah, fast reine Premium-Runde schon wieder. Aber besonders bei der Odin finde ich, wir haben die in 8 Kilometer, sondern die normale 8er Hydro. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Aber wir sehen ja mit Odin, wir haben nicht so viel Leben. So reine Frontschwein ist das Schiff leider nicht so wirklich. Sally, go! Shidoku-Kantai, Batsubi-O-Suru! Roman auch nicht so Schiff, aber nicht so wie in meinem Fall. Ich habe den Auto sehr. Das Arsulen Rom habe ich hier und ich habe einen Monat gespielt. Es war eher mehr ein Krampf gewesen. Ich hatte wirklich gehabt, Roma, wirklich, ich wollte unbedingt auf die Türme zielen. Das war wirklich 2 Kilometer. Die Kugel sind links und rechts vor die Türme vorbeigeflogen. Wo ich das gesehen habe, jupp, alles klar, danke Spiel. Du sagst mir, ich gerade hardcore den Mittelfinger. Auf 2 Kilometer. Die Kugel genau links und rechts in die Türme lang geflogen. Das hatte ich auch noch nie gehabt. Es gibt einen nice meisten Moment, das zeigt das Spiel echt hier im Mittelfinger.
Besonders bei Odin ist, wir haben hier bei 23 Sekunden Nachladezeit auf Stufe 8 sehr, sehr, sehr angenehm. Man sieht, wir haben relativ, wir haben den Werfer von den, wie gesagt, von den KFSP sehr angenehm hinten eingesetzt. So schnell wird die Werfer nicht sehr, sehr schnell zerschossen, wie wenn die Torpedos in der Mitte sind. Wenn die weiter hinten sind, ist es sehr angenehm. Gehen die auch nicht so schnell kaputt. So. Salve und trifft nicht. Ja, Dreck von nur, ja. Hat eingelenkt. Was macht unsere Kakiro bitte? Ja, hier wäre es im Moment ist mit, ins Metall zu schießen. Und das war das Bergsymbol. Roma fährt durch die Mitte durch. Das ist mal sehr crazy. Okay, das heißt, die Hipper, die einzige Schiffe, was durch die Mitte fahren will, also außen rumfahren will. Aber ich denke mal, der muss gleich hier sein. Ich klinge nicht mal hin, um uns Kakiro mal Bescheid zu sagen: Ey, pass auf, da kommt gleich die Hipper eventuell um die Ecke geschossen. Fahre ich mal schnell, relativ schnell dahin. Was relativ gut ist, wir haben 12 Kilometer Tarnwert. Ist super. Wenn man hier mit Secondary komplett auf Secondary ausspielt, hat man so einen Tarnwert von fast ungefähr von den Secondary beinahe. Ich glaube 11, 3 oder 11, 6. Ich bin mir nicht 100% sicher. Wie gesagt, die Secondary persönlich will ich hier bei dem Schiff nicht ausbauen. Ist so wenig. Bald kommt jeder den Kapitäns Skillbaum und so mal. Die Kapitäne werden eh alle überarbeitet. LOL! Ja, interessant. Es sei von Hippo, ich brenne. Das ist typisch deutsch. Typisch deutsche Schiffe. Enemy ship is inside. Ja, von meinem Willen weiter durch Mitte fahren, wegen den Zerstörern. Und das ist komplett ausgewichen wegen meiner Secondary. Das ist schon mal sehr interessant. Na komm. Ach, ja, Overpens. Mein deutsches Schiff. Na, Roma. Warum fährst du denn vor? Alter. Das tut schon weh. Ich bleib doch extra stehen. Breitseitig ist diese Fresse von dem Schiff. Und der fährt immer noch weiter vor. Also so die Hammer jetzt mache ich gerade hier nicht. Die Kagero hat es geschafft, so verschwinden. Das ist schon mal ganz gut. Ich habe ja Angst, gleich von dem Shio gleich. Ich glaube, der fährt gleich um die Insel rum. Komm, ihr schön zieht und weg damit. Ah, schon wieder. Alter, ich mache 5 Overpins. Alter, was ist das? Die Roma fährt immer noch weiter hinterher.
so viel Glück kann auch der Depper nicht haben. Jetzt bleibt er echt stehen oder was ist los? Und die Roma fährt immer noch weiter nach vorne. Der merkt es noch nicht mal, der gelockt wird. Alter, ich mache nur Overpens auf dem Kreuzer. Das ist ja unnormal. 26 Treffer, ich mache nur Overpens. Na, ja, mit dem Schiff brauchst du so viel Overpens. Merke ich gerade. Alter, das Ding ist. Ich weiß nicht, Schweine genau, muss ich schon sagen. Da Ono, der macht einen Zitter. Hälfte seines Schiffes habe ich nur mit Overpens reingekloppt. Ich hätte lieber auch mit Haie schießen können. Oder vorhin funktioniert auch sehr gut mit Haie. Wir sind hier Regisseur frontal. Mit meinem kleinen Kaliber mache ich kaum Damage. Komm, wie kommt hier? Haie-Action mal. Ja, eigentlich macht das keinen Sinn, aber das, weil ich relativ kleines Kaliber habe, mit 305 mm, es ist nicht viel. Das ist hier auch sinnvoll, mit diesem Schiff auch mit Haie rumzuspammen. Besonders wenn man hier keinen Zerstörer von der Fresse hat, irgendwo. Jupp. AP-Granaten, richtig Schweine genau. Und hier mit HI-Granaten. Sonst irgendwo manchmal nicht mal. Kannst du die blöden. Mit AP mache ich hier richtig geile Salve und mit Hai mache ich nur Müll. Ich verstehe auch nicht, warum die Roma hier weiter vorprescht. So. Oma down. Das war irgendwie abzusehen. Alter. Jetzt fährt ihr vorwärts. Alter. Also wenn ich so komische Ampelmod drauf hätte, will ich sofort erkennen, dass Schiff automatisch vorwärts fährt. Hier kommt deutsche Salve. Alter, 5 Treffer, nicht mehr abgefackelt. Scheiße, mein Hydro läuft gleich aus. Weiter, weiter vorne. Und ich habe mein Hydro ist jetzt rausgelaufen. Shit. Na, ja, jetzt will ich glaube AP im Moment hier. Alter, ist nur Scheiße. Also, gefühlt habe ich mit Haie gar nichts gerissen. Aua, 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 aua. Okay, das Schiff hat er vorher schon gebrannt. Weil mir mit Hai überhaupt nichts rumkam. Selbst mit AP habe ich auf mir einfach nur 4700 mit Doppeldurchschlagung gemacht. Und das mit 305 mm geschützen. Die andere Schiffe wäre eigentlich schon zweimal geplatzt. Oder das kann sein, dass ich einfach viel zu weit hochgehalten habe. Kann auch sein. Ich habe auch nicht verstanden, warum die Roma vorgeprescht sind wie die letzte Dulli.
Und das meinte ich ja auch. Das sind so komische Leute in der Bronzenliga. Die brechen einfach ohne Sinn und Verstand auch nach vorne. Die, viele waren auch hinter den Cap. Wir haben uns so ein bisschen auch abgewartet auch. Aber der ist einfach eiskalt nach vorne gefahren. Das Problem, umso welche Leute werden einfach mitgezogen. Das finde ich einfach nur ein Käse. Die Aschichi ist da unten. Okay. Was ist der da offen? Ne, ist ja klar, so Hofen zu 20 ist ja klar, da auch reinreden. So, der hat den Cap. Schön gewonnen. Ah, shit. Sie? Nice. Also ich bin immer gespannt. Wie dämlich hab ich die 25.000? Ich hab nur Overpins reingekloppt. Und ich hab 18 Mal abgeschossen, habe ich gerade nur 8.000 Schaden gemacht. Für das reine Durchjudeln ist der Übermeer. Jo, alles klar. Für so ein Scheiß wird dann nur noch belohnt. Naja, nee, ist klar. Aua, aua, aua. Ja, komplett ausgebaut. Ja, man sieht, Odin funktioniert. Ich glaube, ich habe einfach Price so viel zu hoch gehalten auch. Und dann kann man sagen, na, mal schauen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend noch und bis das nächste Mal. Tschüssi.